Ich will unseren anderen Gasten auch mit in unsere Gedankengänge hineinholen. Wir sprechen über Alternativen, wir sprechen über die Europapolitik und sind, hast du nicht gesehen, bei einem, der im Moment ganz entspannt noch zugehört hat, nämlich dem Sprecher der Alternative für Deutschland, nämlich Bernd Lucke. Willkommen. Herr Lucke, weil wir gerade die ganzen Koalitionsspiele durchgegangen sind, was wäre aus Ihrer Sicht für Ihre Partei eigentlich jetzt das Allerbeste? Wäre das eine große Koalition? Wäre das ein schwarz-grünes Bündnis oder wären es gar Neuwahlen? Also wenn Sie mich nach Koalitionen fragen und nach der Euro-Krise fragen, dann ist nicht viel zu erwarten von den etablierten Parteien, denn die sind letzten Endes alle einer Meinung. Ich sehe auch die großen Unterschiede zwischen CDU und SPD da nicht, die Herr Stoiber so hervorgehoben hat. Denn solange in der Eurozone der Glaube vorherrscht, dass kein Staat jemals pleite gehen darf, ist es klar, dass die anderen Staaten immer dafür zahlen müssen. Und dann ist es egal, ob man das über ein ESM macht oder über Eurobonds macht. Nicht wahr? Zahlen werden wir auf alle Fälle dafür. Der einzig interessante Aspekt wäre der, wenn man, was ich allerdings aus anderen Gründen nicht befürworten würde, eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit hätte. Denn die Linken würden ja nun gerade diese Euro-Rettungspolitik nicht mehr mittragen. Ja? Also insofern wäre da eine gewisse Bewegung ins Spiel hineingekommen, die allerdings durch Nachteile in anderen Bereichen teuer erkauft wäre. Ich wollte eigentlich von Ihnen wissen, da Sie ja jetzt mit 4,7% fast ins Parlament gekommen wären, ganz sicherlich auch strategische Gedanken anstellen, was für Ihre Partei die, doch verstehe ich richtig, keine Eintagsfliege bleiben will, was da das Beste ist. Eine große Koalition, Neuwahlen, was wäre das? Naja, wir würden natürlich Neuwahlen sicherlich begrüßen. Es ist allerdings nicht das Ereignis, was ich für wahrscheinlich halte. Ich glaube, die CDU wird sich mit der SPD einigen auf eine große Koalition. Das ist für die CDU sicherlich der allerangenehmste Weg. Und für die SPD ist das eine ausgesprochen missliche Situation, weil Frau Merkel ja eine Neigung hat, sich auf jedes sozialdemokratische Thema einfach heraufzusetzen und dann zu behaupten, es sei ihr Projekt, sodass die SPD sich nicht wirklich profilieren kann. Nicht? Das einzige Problem, was für die CDU dann strategisch besteht, ist, dass die CDU natürlich weiß, es gibt jetzt die Alternative für Deutschland und je sozialdemokratischer die CDU wird, und das ist ja immer so Frau Merkels Politik gewesen, der SPD die Wähler wegzunehmen, desto mehr muss die CDU wiederum befürchten, dass ihre Wähler eben dann auch zur Alternative für Deutschland wechseln. Und das will sie vielleicht vermeiden, sodass ich immer gedacht habe, eigentlich ist eine große Koalition vielleicht gar nicht ganz schlecht. Denn die CDU müsste sich dann zumindest europapolitisch härter positionieren, als sie es bislang getan hat. Nicht immer jede rote Linie gleich wieder überschreiten, die sie selbst gezogen hat, sondern versuchen zumindest da mal bestimmte Duftmarken zu setzen, die sie erlauben würden, ihre Wähler zu binden und zu verhindern, dass sie zu uns abwandern. Ob ihr das gelingen würde, stünde noch auf einem anderen Blatt, denn die meisten Wähler würden wahrscheinlich schon sehen, was das Original und was die Kopie ist. Wir wollen sehen, wer Sie sind. Und wollen tatsächlich besser verstehen, wo Sie sich selber denn so sehen. Wenn Sie sich positionieren sollten im Parteienspektrum, wo siedeln Sie sich da an im Moment? Ach, Sie wollen mich jetzt gerne in eine Schublade, rechts oder links oder sowas reinstopfen? Nee, ich frage Sie, wo Sie sich positionieren. Ja, genau. Ich habe gar keine Schublade. Ich lasse mich da auch gar nicht in eine Schublade stopfen. Also die Alternative für Deutschland hat, und das hat ja auch die Wähleranalyse jetzt ganz deutlich gezeigt, Zulauf aus ganz unterschiedlichen politischen Vormeinungen unserer Wähler. Das geht eben von der CSU, mit Verlaub Herr Stoiber, bis hin zu den Linken, von denen wir auch erheblichen Zulauf kriegen. Und das findet sich auch in bestimmten Positionen, die wir haben. Also zum Beispiel, wir sind uns mit den Linken sehr einig in der Kritik an der Rolle des Bankensystems in dieser ganzen Krise beispielsweise. Ja, wir plädieren gemeinsam mit den Linken dafür, dass man einen Schuldenschnitt durchführt und damit das Schuldenproblem, was wir in der Eurozone haben, wirklich mal an der Wurzel löst und nicht immer nur an den Symptomen herumkuriert, so wie es zurzeit in der Euro-Krise gemacht wird. Wir haben aber sicherlich in anderen Bereichen auch Positionen, die viel stärker marktwirtschaftlich orientiert sind als das, was die Linken vorschlagen würden. Und wir haben zum Teil auch wertkonservative Positionen im Bereich von Familienpolitik beispielsweise, sodass es nicht möglich ist, uns jetzt in irgendeiner Art von Rechts-Links-Kategorisierung im politischen Spektrum zu verorten. Aber da Sie gleich gesagt haben, dass ich Sie ganz sicherlich in eine Schublade packen will, spricht dafür, dass Sie natürlich verschiedentlich gefragt worden sind, danach, wie sehr Sie sich eigentlich abgrenzen von rechtspopulistischen, auch von nationalistischen Parteien. Gibt ja eine Menge Menschen, die anders als Sie sagen, naja, sie sind jetzt irgendwo anzusiedeln, dass sie sich schon rechts außen sehen. Und da will ich Ihnen einen vorstellen.
Im Wahlkampf hat die AfD unter anderem auch mit diesem Plakat geworben. Einwanderung ja, aber nicht in unsere Sozialsysteme. Dazu meint der Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler, solche Parolen sind normalerweise Rechtsaußenparteien wie den Republikanern oder der Partei Die Freiheit zuzuordnen. Und am Wahlabend sagte Parteisprecher Bernd Lucke, wir haben so viel an Entartungen von Demokratie und Parlamentarismus in den letzten 4 Jahren erlebt. Entartungen, Entartungen, Entartungen. Herr Lucke, Sie sind Professor, Sie wissen genau, was Sie sagen und Sie wissen auch, was Sie damit bewirken. Warum haben Sie das am Wahlabend gemacht, wo Sie sicher wussten, dass Sie das vermutlich größte Publikum haben, was Sie bis dahin überhaupt jemals hatten, dass Sie dann von Entartungen sprechen? Also ich habe von Entartung gesprochen, das stimmt, in einer spontanen Rede, die ich gehalten habe. So wie, glaube ich, auch jeder Arzt von einer Krebszelle beispielsweise als einer entarteten Zelle spricht. Ich glaube, der Begriff der Entartung ist kein Begriff, der irgendwie beschränkt ist auf die Nutzung des Begriffes, wie ihn die Nationalsozialisten durchgeführt haben, sondern er findet auch heute ganz normale Verwendung in ganz normaler Sprache. Es war von meiner Seite aus nicht im Mindesten von meiner Seite aus beabsichtigt, damit irgendwie auf nationalsozialistische Politik anzusprechen. Und wenn ich den vermeintlichen Politikwissenschaftler Herrn Häusler hier mal korrigieren darf, der ja auf unseren Slogan Einwanderung Warum nicht in die sozialen deshalb, weil es nicht sehr wissenschaftlich ist, wenn man behauptet, dass ein solcher Slogan, wie er von uns jetzt zitiert worden ist, Einwanderung nicht in die Sozialsysteme, dass das ein Slogan sei, der typisch sei für rechtsradikale Parteien. Ich zitiere mal aus dem CDU-CSU-Regierungsprogramm 2013. Eine Zuwanderung, die darauf gerichtet ist, die europäische Freizügigkeit zu missbrauchen und die sozialen Sicherungssysteme unseres Landes auszunutzen, lehnen wir ab. Hm. Das ist also exakt dasselbe, was wir auch plakatiert Leider. Haben. Und dann hat Herr Häusler offenbar gesagt, dass die CDU-CSU eine Rechtsaußenpartei ist. Das stimmt, das Zitat hatten wir uns auch noch mal rausgesucht, aber dann noch nicht verwendet. Herr Lucke hat es dankenswerterweise auf dem Zettel mitgebracht. Ist das ein Fehler, den Sie da machen, oder spielen Sie ganz bewusst damit auch mit rechtspopulistischem Gedankengut? Nein, das ist ja eine Position, die ja schon seit Jahrzehnten im Grunde genommen vertreten wird, auch von uns. Das ist gar kein. Das macht Sie aber nicht besser zwingend. Das macht Sie nicht weniger rechtspopulistisch. Moment mal, wir sind ein außerordentlich tolerantes Land. Wir sind das Land mit dem größten Migrationshintergrund in Europa. Obwohl wir keine Geschichte haben wie England oder wie Frankreich, also keine Kolonialgeschichte haben. Das heißt, Deutschland ist ein begehrtes Land. Und wir haben eine permanente Zuwanderung. Wir haben natürlich gegenwärtig mit Rumänien und mit Bulgarien ganz spezifische Probleme, dass diese Länder ihre Sozialprobleme im Grunde genommen abwälzen wollen auf Deutschland. Und da gibt es natürlich jetzt innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der europäischen Ebene eine heftige Diskussion, gerade auch diesen beiden Ländern in besonderem Maße klarzumachen. Freizügigkeit ist die eine Seite, aber im Grunde genommen das Benutzen der Solidarität der anderen geht zu weit, wenn es sozusagen nicht rechtlich in Ordnung ist. Aber ich würde mal sagen, es ist nicht nur ein Problem der Union. Ja? Herr Poschert, ich kann Sie jetzt im Moment gerade gar nicht sehen. Also ich würde gerne Entartung. Ich würde gerne auf den Begriff der Entartung kommen. Herr Lucke, ich finde, Sie haben es ehrlich gesagt mit Ihrer Erläuterung noch schlimmer gemacht. Denn Sie haben verwiesen auf eine biologische Entartung des Arztes. Und genau das liegt diesem Problem zugrunde. Das heißt, Sie verwenden die Metapher eines biologisch aus der Art geschlagenen noch weiter. Also da würde ich jetzt an Ihrer Stelle ehrlich gesagt sehr aufpassen. Nein, das ist doch absoluter Unfug. Das ist wirklich völliger Unfug, denn ich habe doch über Demokratie gesprochen. Und Demokratie hat nun wirklich überhaupt nichts Biologisches oder Biologistisches an sich. Ich habe davon gesprochen, dass unsere Demokratie bestimmte Degenerationserscheinungen aufgewiesen hat. Die haben wir gesehen sehr intensiv im Bundestag in den letzten 4 Jahren, als der Bundestag als eigentlich die Legislative, die Regierung zu kontrollieren hat, von der Regierung am Gängelband geführt worden ist, indem die Regierung Vorlagen vorgelegt hat von mehreren hundert Seiten.
Seiten, die innerhalb von wenigen Tagen zu entscheiden waren. Lucke, in der Vorlagen, die sich auf hunderte von Milliarden Euro bezogen haben, wo keinerlei Alternativen vorgelegt worden sind, wo behauptet worden ist, es gäbe überhaupt keine Alternative dazu, wo man dem Parlament das Recht genommen hat, so etwas zu diskutieren, so etwas über so etwas in angemessener Zeit zu urteilen. Das, liebe Frau Schwan, das, Entschuldigung, ist eine Degeneration des Demokratiebegriffs und des Parlamentarismus. Doch, das ist nun mal meine Auffassung. Sie können eine andere Auffassung haben, aber jetzt sage ich mal meine Auffassung. Lassen Sie mich doch mal zu Ende reden. Sie haben schon ziemlich viel geredet. Das ist nun mal meine Auffassung, dass das eine Degeneration ist, und eine solche Degeneration habe ich mit einem Begriff Entartung bezeichnet, weil hier die Demokratie ihren Charakter verliert. Darf ich mal fragen, warum Sie nicht hier sitzen? Machen wir jetzt auch. Wir haben den Sessel inzwischen reingestellt, Herr Lucke. Wir gehen rüber. Das hat ja keinen Zweck, wenn wir uns hier bei 10 Meter rüberrufen. Und dann können wir auch lockerer weiter diskutieren. Darf ich gleich was dazu anschließen? Zwei Sätze. Ich habe die Missachtung, wie ich es finde, des Parlaments von Frau Merkel immer wieder kritisiert. Da bin ich der Sache auf Ihrer Seite. Aber wenn man das mit dem Begriff der Entartung belegt, dass also Frau Merkel eine Politik betreibt, die sozusagen Entartung fördert, dann eröffnet man einen Assoziationshof, und dagegen bin ich. Das ist der Unterschied. Nein, aber wenn man sich darauf konzentriert... Tut es Ihnen inzwischen leid, dass Sie das gesagt haben? Nein, es tut mir nicht leid, wenn man sich darauf konzentriert, dass man versucht, hier meine Sprache zu kontrollieren. Ich schreibe Ihnen nicht vor, wie Sie zu reden haben, ja, und ich möchte auch nicht, dass Sie mir vorschreiben, wie ich rede. Ich halte mein inhaltliches Anliegen für das Wesentliche, was ich versucht habe zu kommunizieren. Und es ist eine ziemlich abgefeimte Strategie unserer politischen Gegner, immer zu versuchen, uns durch irgendwelche kleinteiligste Kritik zu versuchen, an den rechten Rand heranzudrücken, statt sich mit unseren Inhalten auseinanderzusetzen. Es ist immer wieder in diesem ganzen Wahlkampf versucht worden, die Alternative für Deutschland zu diskreditieren, indem man uns irgendwelche Formen von Berührung mit dem rechtsextremen Rand vorgeworfen hat. Wir haben das jetzt gerade noch einmal gehört in diesen Äußerungen des Politikwissenschaftlers hier, wo sich dann herausgestellt hat, dass der Inhalt, den wir vertreten, ein Inhalt ist, der von der größten Volkspartei oder den beiden größten Volksparteien in Deutschland genauso vertreten wird. Es ist also tatsächlich eine Diskreditierung gewesen. Und wenn man über uns behauptet, dass wir in irgendeiner Form rechts sein, dann soll man bitte schön mal über die Inhalte reden und fragen, wo sind wir denn eigentlich rechts? Welcher Inhalt ist denn angeblich rechts? Herr Gauland würde doch gerne sagen, dass er ein Rechter ist. Was dazu sagen? Ich wollte ganz kurz darauf eingehen, indem ich versuche, Sie nicht in die rechte Ecke zu stellen und mich tatsächlich noch mal ein bisschen auf die Inhalte einlasse. Ich habe mich im Vorfeld der Sendung ein bisschen mit Ihrem Parteiprogramm auseinandergesetzt. Und ich habe festgestellt, da ist ein bisschen SPD drin, da ist relativ viel Linkspartei drin, da ist aber auch ein bisschen NPD drin und CDU, und alles ist so einer ganz bunten Mischung zusammengewürfelt. Sagen Sie mal, wo die NPD ist. Die NPD ist zum Beispiel auf dem Plakat, was wir eben gesehen haben, was ausschließlich, glaube ich, in Sachsen hängt. Nein. Zuwanderung, aber nicht in unsere Sozialsysteme. Das klingt für mich schon sehr nach einer populistischen Angelegenheit, die man auch ganz bewusst als Thema setzt, um damit Leute abzufangen, die Zahlen nicht kennen. Die Zahlen, Sie verbreiten in Ihrem Programm, das ist, finde ich, ein maßgeblicher Aspekt, eine Grundform von Panik, würde ich sagen. Deutschland steht kurz davor, von Horden von Einwanderern überrannt zu werden, die alle sofort in die Sozialsysteme wollen. Fakt ist, im letzten Jahr haben 8%... Horden steht nicht drin. Aber Sie vermitteln jedenfalls das Gefühl, es stünde... Darf ich zu Ende reden? Sie suggerieren, es stünde Horden drin und es steht nicht drin. Also sagen Sie doch das, was im Programm drinsteht. Das Gefühl, was ich hatte, ich sage Ihnen, das Gefühl, was ich hatte, als ich das gelesen habe, ist, Deutschland steht kurz bevor einer Invasion von Leuten, die hier hinkommen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Das andere ist, und jetzt kommen wir zu den rechten Untertönen, dass sie manchmal, finde ich, die Zusammenhänge ein bisschen vernachlässigen. Der Hauptaspekt, eurofeindlich zu sein, der mag ja ganz legitim sein. Wir leben in einer Demokratie, in der jeder sagen kann, was er will. Aber dann sagen Sie doch auch bitte dazu, dass es eine sehr egoistische, fast schon chauvinistische Haltung ist, außer Acht zu lassen, dass die deutsche Wiedervereinigung nur deswegen stattfinden konnte, weil Deutschland sich verpflichtet hat zur europäischen Einigung und jetzt wortbrüchig werden würde, wenn es 23 Jahre danach plötzlich sagt, uns geht's gut, was sollen wir uns um die Griechen kümmern, schmeißt die doch bitte schön aus der EU raus.
Das halte ich für sehr populistisch. Da müssen Sie einfach auch zu Ihrer Haltung stehen. Das würde ich Ihnen wünschen. Die ist aus meiner Sicht nicht rechts. Die ist eine Mischung, die Anteile von allem enthält. Aber sie ist manchmal sehr populistisch und manchmal auch durchschaubar. Letzter Satz zur Wortwahl. Sie haben eben, als es um die Entartung ging, das ist nun ein Begriff, der behaftet ist in Deutschland, das ist ein Ausdruck von Josef Goebbels gewesen, gesagt, ein Arzt, der redet doch auch von entarteten Zellen, wenn es um Geschwüre geht. Unsere Demokratie ist keine entartete Zelle. Der demokratische Parlamentarismus ist kein Krebsgeschwür. Da spricht doch schon Bände über ihr Denken. Nein. Und das soll nicht recht sein? Nein, das spricht keiner Bände. Sie sind ein Meister der Polemik, danke, weil Sie alles das, Sie was auch. Sie gesagt haben, nur verzerrt wiedergegeben haben und keineswegs daran interessiert zu sein scheinen, eine faire Auseinandersetzung zu führen. Ich habe weder von Horden gesprochen, noch hat meine Partei das getan, noch haben wir von Invasion gesprochen, noch hat meine Partei das getan. Wir haben fast wörtlich dasselbe getan, was Herr Stoiber in seinem Parteiprogramm auch stehen hat, ja, und was die CDU. Ich habe das ja gerade, erläutert, dass das eine ganz andere Zusammenhang. Ich stimme völlig mit Ihnen überein, Herr Stoiber. Wir sind in genau demselben Zusammenhang. Wir haben nämlich auch gesprochen über das Problem, was der Deutsche Städtetag hervorgehoben hat, dass wir Wanderungsbewegungen, Armutsmigration innerhalb der Europäischen Union haben, wo zum Beispiel beitragsfreie Sozialleistungen wie das Kindergeld dazu geführt haben, dass sechsstellige Anzahlen von Migranten nach Deutschland gekommen sind und diese Sozialleistungen hier in Anspruch nehmen. Das ist ein Problem, was von ganz unbescholtener Seite thematisiert worden ist, erst vor wenigen Monaten. Und das ist von verschiedenen Parteien aufgegriffen worden, unter anderem von uns und unter anderem von der CDU und CSU und ich weiß nicht genau, wie die SPD oder die FDP dazu stehen. Und alles andere, was Sie gesagt haben, ist völlig falsch. Wir haben nie gesagt, dass wir die Griechen aus der Europäischen Union herausschmeißen wollen. Das ist eine absolute Verzerrung der Wahrheit. Das wissen Sie, davon steht nichts in unserem Parteiprogramm drin. Wir haben lediglich uns dafür eingesetzt, dass jedes Euroland auch das Recht haben soll, aus dem Euro auszuscheiden. Und wir sind ganz entschieden der Auffassung, dass es für Griechenland viel besser wäre, aus dem Euro auszuscheiden, als weiter unter dieser Form der Politik zu leiden. Denn man muss sagen, dass die Griechen in extremer Weise leiden unter dem Euro. Seit dreieinhalb Jahren 25% ihres Einkommens fast verloren haben. Und dass die Arbeitslosigkeit sich verdoppelt hat. Die AfD macht, und dass die Jugendarbeitslosigkeit das auf 60% liegt. Die Lücke, die geblieben ist, die zum Beispiel auch die FDP gelassen hat. Also ich glaube, eine Partei, die wie die AfD in ihrer Plakat- und Wortwahl, aber auch in ihrem Auftreten sowas tief Illiberales hat, kann der FDP, die Leute, die die AfD wählen, sind glaube ich andere als die FDP-Wähler. Woran machen Sie das fest, illiberal? Ich mache das fest an solchen Plakaten und ich finde, Sie sind ein derart intelligenter Mann, dass Sie wissen müssen, dass es ein Unterschied ist, ob in einem ausdifferenzierten Parteiprogramm, kontextualisiert durch eine Geschichte der Union, ich wollte noch eine Klammer auf, Frau Schwan wird auch das wissen, auch in der SPD gab es solche Töne, wir dürfen nicht vergessen, Thilo Sarrazin und Buschkowski haben ein SPD-Parteibuch, mit denen müssten Sie sich wahrscheinlich auch sehr gut verstehen. Die schreiben aber nicht das Parteiprogramm. Ja, trotzdem, Sie sind in der Partei, also es gibt auch in der Sozialdemokratie, gab es aus einer Geschichte heraus diese Unterströmung, das will ich gar nicht thematisieren. Ich verstehe bei Herrn Lucke so viel nicht. Ja, er ist so intelligent, dann müsste die Differenz zwischen wir haben was im Programm und diskutieren aufgrund der deutschen Geschichte ernsthaft und differenziert darüber und wir pressen es in nationalbefreiten Zonen in der sächsischen Schweiz auf ein Plakat. Riesenunterschied. Schau mal, wir haben überall plakatiert. Ja, Quatsch, was Luke, ja, was, Quatsch. Lassen Sie mir doch einfach mal ausreden. Ich wollte korrigieren. Sie haben auch, ja, ich merke, dieser professorale Ton geht mir auch auf den Wecker, wenn er spricht und sagt, wenn er es so empfindet bei der Lektüre Ihres Programms, dass es ihm so vorkommt wie Horden, dann muss er Ihr Programm nicht zitieren. Ich muss es auch nicht zitieren. Ich kann einfach nur sagen, wie so ein Plakat rüberkommt. Und dann muss ich sagen, diesen Raum, den Sie haben, den hat Merkel mit zu verantworten. Sie hat die CDU als eine konservative Partei so weit nach links gerückt, sozialdemokratisiert, dass natürlich rechts und die Verortung von Ihnen als rechts kann man also überhaupt nicht in Frage stellen. Jetzt würde ich gerne mal ausreden. Ich finde sozusagen, dass diese Verortung von Ihnen in Frage gestellt wird, finde ich lächerlich. Ich kenne Herrn Gauland als einen Autor, der bei uns hervorragende Texte geschrieben hat. Sein Text 2011 geschrieben, warum er eigentlich mit Merkel
Spektakel unter Union fertig ist. Ein brillanter Text, ein großer, eleganter Stilist, aber vollkommen klar auch in den klassischen Koordinaten von links, rechts, rechts einzuordnen. Ein anderer ehemaliger Kollege von mir, Konrad Adam, vollkommen klar, da würde ich sagen, irgendwas an mir ist links, nichts an dem ist links, ist ein klassisch rechtskonservativer und ist doch kein Problem. Sie waren in der CDU, ist auch keine linksradikale Partei. Warum sagen Sie nicht einfach, Sie sind die Partei, die diesen Freiraum, den die Union rechts von sich gelassen hat, nutzen? Das ist doch wunderbar. Ich habe damit kein Problem. Ich finde die Ausdifferenzierung der Parteilandschaft wichtig. Und wenn Sie die letzte Frage zur FDP erlauben, natürlich, und das hat Gauland, ein sehr, sehr kluger Kopf in der AfD, auch deutlich gemacht, hätte die FDP, was sozusagen die Eigentumsängste der bürgerlichen Mittelschicht betrifft, geliefert, was sie immer versprochen haben, nämlich Steuersenkung, da wäre ich mir sicher, hätte die AfD nicht so ein gutes Ergebnis gehabt. Aber trotzdem, es ist in der AfD für mich überhaupt keine liberale Schwingung, auch wenn ich die Veranstaltung sehe, wenn jemand von Entartung redet und dann von Krebsgeschwüren. Das hat mit Liberalismus 0, nichts zu tun. Und schauen uns auch nochmal an, wer denn eigentlich zu verantworten hat, dass es die ja nicht umsonst sogenannte Alternative für Deutschland gibt. Feierlaune bei der Union. Doch schnell Ernüchterung. Der Wunschpartner FDP rausgewählt. 430.000 liberale Wähler enttäuscht zur Alternative für Deutschland abgewandert. Auch die Union verliert an die AfD 290.000 Wähler. Ist die AfD heute dank Angela Merkel so stark? Denn die Euro-Rettung nannte sie beharrlich alternativlos. Dadurch, so meint Herbert Pranke in der Süddeutschen Zeitung, habe die Kanzlerin nicht nur die neue Partei- und FDP-Konkurrenz befördert, sie ist auch deren Taufpatin. So, Herr Stoiber korrigiert uns gleich und will auf jeden Fall auch vermerkt wissen, dass die Linkspartei noch mehr Stimmen an die AfD abgegeben hat, als es die CDU gemacht hat. Wird aber hier nicht als Taufpatin benannt, zumindest vom Kommentator Herbert Prantl, der das gestern so gesagt hat, dass es Angela Merkel zu verantworten hat, dass es die AfD gibt. Ich will dem noch mal eindeutig widersprechen. Ich will dem noch mal eindeutig. Die AfD ist eine Sammelbewegung, ist eine populistische Partei, hat eine ganze Reihe von Positionen. Die kritischste, wo wir uns am meisten auseinandersetzen, ist die europäische. Sozusagen auch Deutschland soll aus dem Euro, möglicherweise, wenn alles andere nicht mehr hilft, soll aus dem Euro austreten, ohne die politischen und die vor allem die ökonomischen Folgen damit zu bedenken. Aber die AfD ist nicht in erster Linie, um das mal deutlich zu sagen, ein Problem von CDU/CSU. Das heißt, das ist ein Konkurrent. Das ist ein Konkurrent vieler, aber das ist nicht ein Problem der CDU und der CSU. Das ist ein Problem sozusagen aller der Demokratie insgesamt. Aber ich lasse mir das nicht sozusagen jetzt als eine Art Konkurrenz, eine kleine oder eine verschwindend kleine Konkurrenz zur CSU oder zur CDU auf. Darf ich noch ganz kurz was zu den Wählerbewegungen, damit wir das klar haben, nicht wahr? Also es ist ein wichtigen Punkt, der ist nämlich nicht erwähnt worden. Wir haben ganz viele Wähler von der FDP bekommen, so viel zu unserem liberalen Charakter. Wir haben sehr viele Wähler aus dem Nichtwählerbereich bekommen. Liberal ist, nur weil wir haben FDP sehr viele Wähler von den Linken werden. Bekommen und wir haben auch Wähler von der CDU/CSU bekommen. Wir haben keine Wähler bekommen, also keine einzige Wahlnachfrage hat es ergeben von der NPD, von den Republikanern oder von den Pro-Bewegungen. Und wenn Sie sich in Sachsen umgucken, wo Sie es angesprochen haben, dann werden Sie feststellen, dass deren Wahlergebnisse völlig unberührt sind davon, dass die AfD dort angetreten Sie ist. Sie wissen doch, also, dass Sie da ein Problem haben. Herr Lucke, Sie wissen doch selber, dass das ein Problem für Ihre Partei wird, wie bei so vielen. Sie müssen dann nur sagen, was sind all die Folgen dessen, was Sie da eventuell mit anrichten. Ja, aber ich glaube, dass Sie die ganzen Unsicherheitsfaktoren, wenn das, was das an Spekulation wieder auslösen würde, nicht nennen. Und der dritte Punkt ist das, was man als gemeinsam nennen kann, weswegen Sie wahrscheinlich wirklich Zustimmung aus einem haben, das ist das Nationale. Denn es läuft bei Ihnen darauf hinaus, und das hörte man immer bei denen, die sie unterstützen, dass die Deutschen nicht so viel zahlen sollen für die anderen. Das ist der Subtext von allem, dass sie wieder zurück wollen, eher in eine nationalstaatliche Verantwortung. Also das ist das auch, Eigentliche bei ihnen. Und insofern ist da eine Affinität zu Recht, zu verschiedenen Parteien, auch zur Linken, die auch zurück will zu nationalstaatlicher Verantwortung. Da ist der gemeinsame Nenner. Ist das so, Herr Lucke? Also es ist richtig, dass wir betonen die Zahlungsverpflichtungen, die sowohl für die deutschen Steuerzahler als auch übrigens für die französischen und die österreichischen und die niederländischen Steuerzahler entstehen aus dieser unverantwortlichen Politik. Und in einer Bundestagswahl geht es darum, eine Politik
für eine Politik zu werben, die das Wohl des deutschen Volkes mehrt. Das ist ganz klar. Und wenn man das, wenn man die Bevölkerung Deutschlands belastet mit dreistelligen Milliardensummen, dann ist das eine Politik, die sehr schwer mit dem Wohl des deutschen Volkes zu vereinbaren ist. Da muss ich mal sagen, dann hätten Sie also gewählt werden müssen, Frau Merkel abgewählt. Augenblick bin ich dran, nicht wahr? Ja. Also das ist einfach ein legitim, diese Art von Kritik auch vorzubringen. Ich wüsste nicht, ob, also ich würde mich strikt dagegen verwehren zu sagen, dass wenn man ein nationales Interesse vertritt, dass das eine rechte Position ist. Ich dachte eigentlich, dass alle Parteien in Deutschland dem nationalen Interesse verpflichtet sind. Und die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler leistet seinen Amtseid darauf. Das Problem ist, dass, und wir waren da weiter, wir waren seit Bundespräsident waren von Weizsäcker spätestens soweit zu erkennen, aber im Grunde schon vorher, im Grunde schon mit Adenauer und natürlich auch mit Willy Brandt zu erkennen, dass es keinen sinnvollen Gegensatz zwischen dem nationalen Interesse und der europäischen Integration gibt. Aber die das wird ist ja gerade entscheidende Punkt. Die gefährden wir ja. Die entwickeln uns ja auseinander nein, in der nein, Europäischen nein, Union. Nein, nein, nein. Der Süden verarmt, natürlich. Jetzt wollte ich zu Ende. Ja. Wenn Sie machen diesen Gegensatz auf, wir müssen für etwas bürgen, das stimmt ja auch. Und was ich auch kritisiere, ist, dass das nicht offen ausgesprochen wird, sondern dass wir unter der Hand bürgen und damit eine systematische Unehrlichkeit in dieser Politik. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Nur, Ihre Antwort ist, wir wollen nicht gemeinsam etwas aufbauen, wofür wir auch gemeinsam bürgen, sondern wir wollen wieder zurück in die anderen, die in die nationalen. Das ist der Unterschied. Aber jetzt bin ich ja gerade, ich habe die ganze Zeit das Stillen, ich war und da haben Sie geredet und jetzt rede ich mal. Sie müssen eines fairerweise dazu sagen. Es ist richtig, dass wir in unseren Wahlkampfauseinandersetzungen betont haben, diese schweren Lasten für die deutschen Steuerzahler. Aber ich habe immer bei jeder Wahlkampfveranstaltung auch betont, die extremen Lasten, die der Süden Europas aus der jetzigen Politik zu tragen hat. Es ist eine ganz schwere wirtschaftliche Krise, die dort ausgebrochen ist. Die Völker Südeuropas leiden dort drunter. Aber es sind dann immer nationale Egoismen. Die Europäische Union entwickelt sich auseinander. Also man muss es klar sagen, die EU war ein Erfolgsprojekt bis 1999, weil die ärmeren Staaten Europas schneller gewachsen sind als die reichen Staaten und sich die wirtschaftlichen Differenzen geschlossen haben. Lassen Sie mich bitte den Satz noch zu Ende sagen. Das muss man jetzt doch noch schon sagen. Wenn der Euro notleidend wird, wird nicht nur Europa getroffen, sondern wird natürlich auch China getroffen, das 40% seines Portfolios in Euro hat. Die Folgen, die sind vielleicht nicht für ein Bierzahl tauglich oder vor den Kreisen, wo Sie sprechen. Aber das ist sozusagen die Notwendigkeit, über die wir uns unterhalten müssen. Ich muss jetzt mal hier auch noch einmal. Herr Kortschott.